Willkommen zurück, Freunde, zu einer neuen Runde Mario Rabbids Kingdom Battle am Mario Monday. Und wir sind bei Level 7 angelangt und Spawnius ist in der letzten Folge abgehauen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo er hin ist. Okay, er schwebt da oben rum. Was passiert da? Ein Drache? Der Drache hat... Der Drache hat Spawny entführt. Hat Spawny den selber hinaufbeschworen? Oder... da hinten sehe ich schon Bowsers Festung. Oh, nun, ich hoffe, ihr seid zufrieden. Oh, Bowser Jr. schon wieder. Wie bitte? Willst du andeuten, dass das unsere Schuld ist? Oh, Spawny und ich waren zusammen absolut glücklich. 5 Minuten mit euch und er wird gekidnappt. Oh, und was wird mein Papa sagen, wenn er heimkommt und einen riesigen Energiedrachen in seiner Burg findet? Oh, zum Glück ist er immer noch im Urlaub. Also, habt ihr Zeit, das Schlamassel hier zu beseitigen, das ihr angerichtet habt? Oh, das ist er. Oh, vermutlich wird er nur ein Foto von ihm, neben einer blöden Statue oder einem alten Haufen Schrott. Oh, ich habe beschlossen, früher nach Hause zu kommen. Bis bald, Papa. Was? Oh nein! Dieser Drache macht Mousse aus meinem Paps und dann macht mein Paps Mousse aus mir. Was? Wenn der Drache Mousse aus Paps macht, dann kann Paps kein Mousse mehr aus ihm machen. Aber okay. Oh, was soll ich nur tun? Ihr müsst mir helfen. Ich komme, Papa, ich komme. Letztendlich helfen wir Bowser Jr. noch. Nun, ob es uns gefällt oder nicht, er hat recht. Das Ding am Himmel hat mit jedem Rabbit, den wir besiegt haben, an Kraft gewonnen. Es hat jetzt einen Körper. Oh, und es hat Spawny. Was wir auch tun, wir müssen es schnell tun, bevor es noch stärker wird. Ansonsten wird keine Macht im Pilzkönigreich mehr stark genug sein, es aufzuhalten. Spawny wurde geschnappt. Wie soll es auch anders sein? Wasserprobe. Was? Wir haben nicht gelernt, wie das geht. Achso, hier ist hinten ist wieder so ein... Wir haben nicht gelernt, wie das geht. Müssen wir später nochmal wiederkommen. Oh, was ist denn da unten? Irgendwas schwimmt da in der Lava rum. Gegner. Besiege alle Gegner. Okay. Ich bin am Überlegen, ob wir hier hinten durchgehen. Dann haben wir hier eine höher gelegene Position. Die zwei da hinten machen auf jeden Fall richtig Trouble. Ich glaube fast, es ist ratsam, dass wir hier hinten lang gehen. Stehen nebeneinander. Kann ich die zwei mit Mario vielleicht ausschalten?
Mit dem Hammer. Ah. So, wenn dann so. Den Hammer. Haben wir den anderen auch? Ich glaube tatsächlich, dass wir den anderen auch erwischt haben. Hier können wir nochmal Raserei machen. Und dann können wir von oben drauf schießen, würde ich sagen. Ich bleib mal unten mit ihm. Ich glaube, das war eine gute Runde. Wenn die alle da versammelt sind, dann müssten wir da voll mit dem Hammer reinhämmern. Okay, das hier oben war definitiv die richtige Entscheidung. Einer weniger. Okay, das wird wehtun. Zweimal kritisch war das, glaube ich. Aber dadurch, dass er hier vorgekommen ist, kann ich die alle drei mit Raserei treffen. Und dann von hier oben... Ach so, ich habe keine Tinte. Ach so, und vom Schild... Ach, mit dem Schild kann man die gar nicht angreifen. Wir machen das mal so. Solange die keine heilt, ist ja alles im grünen Bereich. Können wir mit ihr machen. Kann sie ihn heilen? Erstmal den Schutz wegschießen. Oh, das war gut für uns, glaube ich. Jetzt holen wir Mario ran. Kann auf den seinen Kopf springen. Vielleicht reicht's. Oh. Ich habe ihn geheilt. Sehr gut. Okay, die teilen sich den Damage. Den lassen wir nochmal ein Stückchen wegrennen. Protection an. Und jetzt der Gegner dran. Okay, die da hinten, die müssen halt erstmal bis zu uns laufen. Wir haben hier noch einen echten Vorteil. Die
Ich glaube, die können uns nicht treffen, oder? Die laufen nur. Sehr nice. Das heißt, dahin. Und dann schieße ich von hier auf die anderen drei da unten. Gleiche kann ich mit ihr machen. Mario können wir ihn rausnehmen. Und hier können wir uns heilen. Sehr schön, das passt echt gut. Okay, ich glaube, die können uns alle nicht treffen. Die müssen alle erstmal laufen. Ich weiß nicht, ob ich eine gute Idee habe, aber ich würde gerne mit Yoshi die drei hier überrennen. Das Problem ist, die... Ob das so clever ist, neben dem Block hier innezuhalten. Genau, der läuft wieder in die andere Richtung. Was ich jetzt gedacht hatte... Oh, das geht nicht. Okay, das macht nichts. Die kommen ja eh nicht an uns ran. Heldensicht. Hier gehen wir eins nach vorne. Und... Ah, da komme ich nur an ihn ran. Ah gut, das reicht ja. Ach, das reicht nicht. Die haben ja Schilder. Verpasst. So, der wäre dann mal weg. Der sollte auch weg sein. Und jetzt muss ich mit Marios Hammer irgendwie darüber kommen. Die können wir definitiv rausnehmen. Weil wir hinter denen landen. Oh, haben uns ein bisschen selber getroffen.
Wie weit komme ich mit Mario? Sehr gut, das wollte ich. Einmal auf ihn drauf gejumpt. Jetzt schießen wir ihn von oben an. Und jetzt können wir nochmal von unten anschießen. Und damit müsste die Sache erledigt sein. Ah, sehr gut. 5 von 5. Oh mein Gott, wir hätten gar nicht länger brauchen dürfen. Das haben wir wirklich gut gelöst. Oh, und es geht direkt weiter. Brario und Luigi. Korrupte Karikaturen. Diese sind aber nur. Die sind nicht nur zu zweit. Wir müssen irgendwie nach oben. Oh, und da sind auch wieder solche. Großen. Also Mario habe ich tatsächlich. Gut. ...50% Chance ist besser als nichts. Die haben wir genutzt. Und ich glaube, ich gehe hier jetzt... ...mit Peachen und... ...nehmen wir den. Protection. 1800 haben die. Okay, sehr gut. Den kann ich gleich rausnehmen. Die wären schwierig, aber möglich. Kann der schon schießen? Oh, die haben auch sowas angemacht. Okay, erstmal ausprobieren. Wir können... den überrennen, nach oben gehen, können den überrennen. Oh, das wird richtig gut. Den überrennen, noch einen überrennen können wir leider nicht. Und dann müssen wir uns irgendwo verstecken. Ah, Moment, dann können wir wieder runtergehen. Und uns wieder hier hinstellen. Okay, weiter geht's. Mario überrennt erstmal den hier.
Dann springt er auf den. Und dann setzt er sich wieder in Deckung und schießt von hier hinten auf den unteren. Damit hätten wir nämlich die Großen dann erstmal weg. Die Röhre da oben hat ihn voll gerettet. ...191 hat er. Idee. Jetzt schießen wir ab. Und ich hoffe, dass das reicht. Das reicht auf jeden Fall nicht. Doch, es reicht. Ha! Sehr gut. Keine Gegner in der Nähe. Wir können hier nochmal nach oben feuern. Hat uns nicht viel gebracht. Bringen wir uns einfach in Sicherheit. Okay, Gegner ist dran. Die großen Koloss-Dinger haben wir auf jeden Fall. Der macht bestimmt auch richtig Trouble. Autsch. Okay. Das sieht schlecht aus für unseren Yoshi gerade hier unten. Der braucht dringend Heal. Ich probiere was. Wir nehmen einen nach dem anderen raus. Wir müssen die eh alle besiegen wahrscheinlich. Das mit dem Honig ist echt nicht gut. Wir brauchen auf jeden Fall die hier. Ich darf ihn eigentlich nicht anschießen, oder? Der haut mich doch bestimmt auch, wenn ich ihm schieße. Ich hab sowas von gewusst. Mir bleibt hier gar nicht viel anderes übrig. Ich hätte ihn nicht anschießen sollen. Kann der beide treffen? Okay, haben wir nochmal gerettet. Sind schon wieder eingefrostet. Nein! Schwierig.
Ich würde gern ihn hier unten zuerst eliminieren. Wobei, eigentlich ist es egal. Ich muss auf jeden Fall näher ran. Oh, das könnten wir bitter bereuen jetzt. Okay. Wichtig ist, wir müssen ihn überrennen. Auf sie springen. Ah, das geht nicht. Die Frage ist, ob ich ihn kaputt krieg. Ich gehe aber mal schwer davon aus. Überrennen. Auf ihn springen. Es könnte gehen. Wir haben Mario mit erwischt. Oh nein, er bleibt genau dahinter stehen. Oh. Oh nein. Oh je. Honig. War es das mit Peach? Nein, es war nicht. Okay, Mario kann ihn jetzt ausschalten. Und jetzt haben wir noch den anderen. Okay, dann hoffen wir mal, dass es gut geht. Das überleben wir definitiv hier noch. Wir haben ihn natürlich runtergekickt. Da regt er sich auf. Das war ganz schön knapp. Ah, wir haben unseren Rabbit Luigi verloren. Das war ein bisschen nicht so gut. Da hauen sie ab, die beiden. Ja, okay. Wir haben 6 von 5 Runden, dadurch, dass wir einen weniger hatten. Aber ich bin froh, dass wir es überhaupt noch geschafft haben. Es gibt trotzdem die 40 Kugeln, aber leider nicht ganz so viele Münzen. Okay. Hier geht's weiter. Wieder zurück? Nee. Oh, Truhe. Ich werde ihn gleich nochmal aktivieren müssen. Noch eine Kiste. Und jetzt müssen wir gleich mal gucken, wo die roten Münzen hier sind. Da geht's auf Stufe... Hä? Soll ich hier runter? Es geht doch... Es geht wieder zurück. Es muss wieder zurückgehen.
Tatsächlich geht's wieder zurück. Zwei. Drei. Wie weit? Vier. Den ihr ernst? Fünf. Sechs. Das kann doch nicht sein. Ach, ich hätte wahrscheinlich hier hochgemusst. Wie gemein ist das denn bitte? Wir haben 6 Münzen gesammelt. Keine. Ich check's nicht so richtig. Sollten die wirklich da unten sein? Aber dann müssten wir wirklich das ganze Stück hier wieder zurücklaufen. Und die Zeit reicht doch überhaupt nicht aus. Also das ist mir gerade echt ein Rätsel. Das reicht gerade so. Wie fies ist das denn bitte? Ich will hier was richtig Gutes. Blopperpuper, okay. Und jetzt den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Okay, also das ist absolut die schlimmste Strecke, um rote Münzen zu sammeln gewesen gerade. Aber wir haben es geschafft. Ich habe gerade echt an mir gezweifelt, ob ich das schaffen werde. Aber das war auf die Sekunde. So. Das hier hinten hatten wir. Hier geht's zu Level 8. Es geht Richtung Endboss-Fight bald. Noch nicht ganz, aber bald. Okay, aber hier in Level 8 geht's dann in der nächsten Woche weiter. Macht's gut, Leute, und bis zum nächsten Mal.